Hallo und willkommen zurück zu Shinya's Let's Plays und Hellpoint. Mit dabei mein Co-Partner Philipp No Name. Ja, es geht endlich weiter hier in dem Eisgebiet mit den Raumanzügen. Und wenn man die Anforderungen der Raumanzüge erfüllt, dann verliert man hier auch keinen, kriegt man auch keinen Strahlungsschaden und verliert keinen Sauerstoff. Heißt dieses Game eigentlich Hellpoint? Das hat auch mit der Hölle mal überhaupt nichts zu tun. Naja, also nicht, dass das wie die Hölle ist. Man ist quasi unsterblich und wird immer wiedergeboren, um erneut Qualen zu erleiden. Ich weiß nicht. Ja, schon wartet. Das ist so komisch, kein Schild mehr zu haben. Warte mal, vielleicht kann ich mein kleines mitnehmen. Das müssen wir jetzt nicht mehr 10.000 Mal auf die einhauen. Ja. Wie Strahlungsschaden? Oder kein Strahlungsschaden und ich habe einfach nur meine Rot-Grün-Schwäche, die da reinhaut. Oh geil, meine Seelen liegen hier noch. Und mein Controller ist alle. Ich muss unbedingt gleich mit Batterien wechseln, vielleicht nicht, wenn ich an dem Ding hier hänge. Oh, es gibt mehrere Wege. Ich gucke nur. Oh, du hast eine Münze gefunden. Hast du sie gesehen oder aus Versehen eingesammelt? Ja, diesmal habe ich sie gesehen und habe mich gewundert, was dieses komische gelbe Ding auf dem Boden ist, das ich vorher noch nicht gesehen habe. Also bin ich draufgelaufen. Lass mich mal zuerst. Die Frage ist, schräg rüber oder wohin? Ja. Ach, schade, ich hatte ein bisschen wenig Leben. Ja. Also ich bin hier schon. Strahlungsschaden, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Oder ich war schon wieder so low, als ich hier angefangen habe. Das kann natürlich. Also bei mir zittert die Leiste rechts beim Strahlung über dem ersten Strich von unten aus gesehen. Mir steigt sie tatsächlich. Nee, okay, der Sprung ist nicht machbar. Anscheinend kriegst du zu viel Fallschaden, wenn du da direkt runter. Ich weiß nicht, ob er in der Weite schaffbar wäre. Ach, guck mal, hier hinten ist ein Riss. Ich hab doch gewusst, dass da irgendwas mit Riss hieß, aber da kommen wir noch nicht lang. Aber wo soll es sonst lang gehen? Dort hinten. Ah, warte mal, ich glaube, ich weiß wo. Siehst du es auch? Was denn? Achso, ja. Runter oder hoch? Runter. Da oben war irgendwie nichts. Ah, hier ist ein Sprung. Scheiße. Willst du den machen? Ich will es nicht riskieren. Geradezu nach links. Dreh dich mal nach links. Also da, wo ich hingucke, ja. Sehr gut. Ah, das war nur 2-2. Scheiße. Da ist er nicht gesprungen. Wenn ich tot bin, bin ich tot. Lauf einfach weiter, versuch das Ding so schnell wie möglich zu kriegen und gut ist es, dass wir mit dem Gebiet endlich durch sind. Scheiße. Man, jetzt liegen aber meine Seelen auch super ungünstig. Ja, aber bis zum Breach war es irgendwie noch weit. Aber trotzdem verstehe ich nicht, warum du Strahlungsschaden kriegst. Also gut, 95% sollte also ganz langsam, aber habe ich ja auch. Und bei mir geht gar nichts hoch. Du hast das, ich habe auch nicht das Feuerding drin, was du drin hast. Vielleicht kriegst du einfach Feuerschaden. Ich kriege Strahlungsschaden.
Wäre ich, dass du einfach noch ein bisschen mehr Strahlung hast. Ach Gott, gab's nicht einen Homunculus? Ach, den habe ich drin, glaube ich. Nee, aber. Nee. Scheiße, mein Controller ist wieder ausgegangen. Scheiße, 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 ich sterbe. Wo zur Hölle bist du? Unten. Da unten wieder. Ich werde jetzt diesmal gleich den die Batterie mal wechseln. Auf 95% Reduktion. Noch bei Hälfte. Okay, jetzt geht's. Ich habe halt auch gerade kein Schild drin, was ja nochmal Widerstände hochmacht, weil ich es mir einfach vom Gewicht her nicht leisten kann. Und du hast doch alle Körperteile repariert, ja? Du hast jetzt keinen unrepariertes Teil noch annehmen. Ich bin bei 95. Egal, laufen wir einfach. Der Schaden stoppt an einem gewissen Punkt. Also ich kann nicht mehr als bis auf ein Viertel Leben runtergehen. Frag mich nicht, wieso ich das auf Buggy. Stopp! Kommando zurück. Ah, nee. War nur eine Hand. Ich dachte, ich dachte, da wäre einer der Kreise mit den Codes an der Wand gewesen. Achso. Ich ignoriere die jetzt und lauf einfach. Ich gehe nicht zu meiner Seele. Wir versuchen einfach den Breach zu kriegen. Und dann will ich meine Seele holen. Da geht's nach oben hinten. Hier sind ganz viele Hände. Oh, ganz viele Hände. Fragezeichen. Okay. Danke für den Hinweis. Aber mein Schwarzlicht macht es nicht sichtbar. Da, weil ich keine Energie mehr habe und das Schwarzlicht deswegen nicht leuchtet, okay. Echt? 15. Ja, mach mal selber. Dann dürftest du sehen, was da ist. Das noch nicht ausgerüstet. Quantenlicht ist das, ja? Ja. Also bei mir hast du die Heizung an. Aber okay. Siehst du es oder? Nö. Wieso machen wir das überhaupt? Ist da oben überhaupt irgendwas Interessantes? Also hier hinten ist ein Gegner. Aber da muss man zweimal springen für. Ein Gegner. Ja, unten ein Item. Oh, der Gegner, der da war, ist scheinbar runtergefallen. Hier ist ein Ritter, da ist ein Gegner. Ich weiß nicht, warum. Ich habe keine Ahnung, wo lang. Ich auch nicht. Du hast das Video dir angeguckt. Du hast kaum Leben, ja. Ich weiß, das ist durch die Strahlung. Ja, nee, ich habe nur Angst, dass du beim nächsten Schlag halt direkt tot bist. Hier geht's runter. Vermutlich da, wo wir herkamen.
hier was? Nö. Ionen. Okay, meine Seelen liegen da hinten auf jeden Fall noch und warten. Ja, also müssen wir oben lang. Es hat ein bisschen Energie, das heißt, das sollte jetzt... Hier wird nichts zu sehen. Komisch. Ach, was soll's. Alter Hitzeschild. Ich habe hier mal die zwei Sprünge gemacht. Was hast du gemacht? Ich bin zu dem Gegner gesprungen. Puh. Und ich habe, glaube ich, die Abkürzung oben gerade. Hier könntest du angehen. Freigeschaltet. Freigeschaltet? Ja, mit dem Schalter. Hier geht's weiter, okay. Wo bist du denn? Oben, mit dem Fahrstuhl hoch. Mit dem Fahrstuhl? Wo ist denn dein Fahrstuhl? Achso, hier bei dem Ritter die Treppe hoch? Au, nein, ich bin tot. Boah, hier sind überall Ecken. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Wenn du von dem unsichtbaren Kasten ja. Nach unten, also nach Süden wegrennst, quasi. Oder nach vorne wegrennst. Meintest du einen Fahrstuhl oder eine Treppe? So ein Kletterding. Eins von den Leiterdinger. So ein Leiterding. Okay, da bin ich jetzt mit einer Leiter hoch, ja. Ah, ich sehe deine Leiter. Hast du das Item gerade trotzdem bekommen? Nein. Bist du an dem Ritter gestorben? Ja. Lol. Er war noch One-Hit. Aber ich bin halt auch One-Hit durch die Strahlung. Also hier gibt's einen Weg, der... Nee, das ist noch nichts. Wo bist du schon wieder? Ach, da hinten. Ich bin immer noch genau da, wo ich gerade schon war. Ja, okay. Nee, da ist nichts. Komm mal hierher zu mir. Also, dass wir hier weitergehen. So, rechts geht's in ein Gebäude rein und hier ist noch ein Item. Aktionen. Vor allem dein Panzer ist bei mir auch die ganze Zeit eingefroren. Das war nur, weil ich gerade aus Versehen. Ja. Achso, das ist unser Ausgangsfeld. Ja. Das war die Abkürzung. Und jetzt gibt es eigentlich noch einen Punkt, wo mir einfällt, wo es weiterginge. Und das ist bei dem großen Typen mit der Kanone, der uns vorhin versucht hat umzubringen. Da war ich eigentlich, habe aber nichts gesehen. Aber fällt dir noch ein anderer Ort ein, wo es weitergehen könnte? Ich dachte gerade da, wo ich gegen die mehreren Gegner gekämpft habe, dass da noch was war. Ach ja, doch, da war auch gerade noch was. Da war noch so ein Seitenkorridor und das könnte hinkommen mit dem, dass man in die Richtung geht, wo man zum Breach vielleicht kommt. Sind die Gebäude miteinander verbunden? Dahin. Ach ja, wir sind ja durchgerannt. Du bist runtergefallen?
Das ist das, was Shit normalerweise bedeutet. So, das Shit kam nicht mehr übertragen. Lul, er ist runtergefallen. Aber dass sie die Abkürzung haben, ist doch schon mal schön, auch wenn irgendwie man in die Richtung gerade gar nicht wirklich laufen konnte. Achso, du wolltest bei dem Dicken mal lang gucken. Wir können auch gerne beim Dicken mal lang. Komme ich jetzt hier an das Ding noch ran? Ja. Ah, jetzt bin ich runtergefallen. Kacke. Also beim Dicken gab es halt irgendwie nur den Weg runter. Da war dann aber Sackgasse und diesen dicken Weg runter und dann kam man... Ist man einmal im Kreis gelaufen eigentlich? Ja. Ich finde es trotzdem erstmal cool, dass wir hier in dem Gebiet jetzt überhaupt weiterkommen. Naja, überhaupt mal weiterkommen tun wir ja. Generell, weil wir sind beim Endboss. Ja, aber ich meinte im Sinne von, dass wir dieses Gebiet erkunden können jetzt endlich mal, ohne dass wir hier alle 2 Sekunden sterben. Da habe ich schon hart an mir gezweifelt. Aber ich wusste irgendwie, das kann nicht sein, dass man das irgendwie in einem bestimmten Tempo schaffen muss. Ach schade, dadurch, dass ich jetzt gestorben bin, sind natürlich meine 58.000 Seelen weg. Aber die liegen doch genau auf dem Weg. Nee, nicht die, die ich... die ich vorhin verloren hatte, als das Spiel noch hochgestellt war. Das waren eben jetzt nur 7.000. Ich glaube, dieses Geheimdingsbums da ist nur dazu da, damit man sich die Springerei spart, um zu dem Item zu kommen, wo der Gegner ist. Die war super einfach. Bist du da hochgekommen? Nein, ich bin zu dem Gegner gesprungen. Achso, also das Item hast du geholt. Ja, also waren 900 Axiome. Na, geil. So. Ignoriere den mal. Komm mal hier mit lang. Ich glaube, es ist auch hier. Ne, dann ist es da drüber. Dann müssen wir doch noch eins hoch. Hier ist auch schon wieder so eine Säule. So, und zwar war hier auch noch was. Boah, ich bin runtergerannt, aber hier scheint es auch weiter zu gehen. Da ist ein Dings-Typi. Links ist eine Treppe. Leiter. Damit haben wir jetzt den Weg zu dem Gegner übersprungen. Brechwerkzeug. Oh, guck mal, eine Half-Life-Referenz. Voll alles drei, okay. Folge mir nicht, ich glaube, es nützt nichts. Ja, es war nichts.
Müssen wir also doch bei dem Dicken lang. Was denn? Ich hätte gedacht, dass er hier gestanden hätte, aber nee, dann ist er doch über uns, ja. Ist ein weiter oben. Dracht 100. 88. Es ist krass, dass du wirklich auf diesem prozentualen Wert hängst. Den umzubringen. Ja, da geht's rüber ins andere Gebäude, wo der Breach ist, bestimmt. Bist du da schon rübergerannt? Ah ne, du bist hoch. Nein, ich bin hoch, aber hier ist überhaupt nichts. Was mich dann wenig verwundert. Muss ich ehrlich sagen. Hä? Das stimmt. Da hinten ist dann der Breach. Ah, sehr gut. Jetzt beide runterfallen. Es reicht doch, wenn du runterfällst. Lol. Na gut. Geradeaus, ja. So, mal gucken, es geht links einen Weg lang, es geht rechts einen Weg lang. Aber ich mach nur den normalen Sprung und der war eigentlich gut so. Okay. Ich vermute, dass man das jetzt auch schon mit ein bisschen Schaden. Ja. Da kann man rüberspringen und kriegt einen. Okay. Der Schaden ist für dich. Schaden halt. Hat für dich gereicht, scheiße. Egal, mach einfach weiter. Die Frage ist, springe ich jetzt zu dem Item? Und kommt man von dem Item wieder weg? Achso, ja doch, würde man. Soll ich meinen Bildschirm teilen, damit du siehst, was passiert? Nee. Ich finde den Breach, stürze ich in den Tod. Ja, das ist gut. Okay, das Item habe ich bekommen. Und noch bin ich am Leben. Aber ich glaube, ich bin dem Ziel gerade sehr nah. Okay, da darf ich nicht einfach runter. Nein! Okay. Puh. Dieser Moment, wenn er nicht springt, man es aber trotzdem zum Ziel schafft. Nervendraht! Aber ich würde gerne den Breach noch kriegen. Da ist unser finales Quest-Item. Hier ist nichts. Ach, da ist eine Leiter, die mich wieder hochbringt, oder was? Beiden Seiten ist unten irgendwie eine Leiter, die ihn wieder nach oben bringt. Aber ich glaube viel weiter hoch, als man gestartet hat. Oder sind wir wirklich so tief gesprungen? Ja, ich glaube, wir sind so tief gesprungen. Ah nee, doch, es sieht anders aus. Da hinten ist auch noch was. Ich habe gerade null Überblick. Ich glaube, wenn ich dahin gehe, dann komme ich zum Eingang, wo wir herkamen. Okay, nee, dann ist das da hinten richtig und bringt mich vielleicht zum Breach. Ich erkenne nicht bei dieser Kameraperspektive. Sag mal, wenn man an der Leiter ist und nicht nach links oder rechts, dann springt er ja automatisch nach hinten, ja?
Soweit ich das verstanden habe, ja. Puh, okay. Das war eine richtig behinderte Kammerperspektive. Ich habe es aber geschafft. Bin jetzt in einem dicken Raum, wo noch eine Panzerung war. Okay. Ah, hier ist ein Schalter. Und das ist hoffentlich die Tür beim Breach. Ja, sieht gut aus. Jetzt nicht runterfallen. Gott, ich hab ihn. So, kurz mal angeklickt, damit ich ihn aktiviert habe. Und dann springe ich runter, um dich zu holen. Wie lange es dauert zu sterben.